wieder reinklickt. So kurz vor Ostern habe ich heute eine süße Leckerei für euch. Eine tolle Apfeltart. Total leicht in der Zubereitung und schmeckt einfach toll. Also, wir legen los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Fangen wir nun an mit unserer Streuseltart. Du benötigst etwas Mehl, etwas Margarine oder Butter, Vanillezucker, etwas pflanzliches Öl und Wasser und eine Prise Salz. Und jetzt bereiten wir den Teig zu. Der Teig ist so einfach. Du gibst einfach etwas Mehl, eine Prise Salz und den Vanillezucker in eine Schüssel und das Ganze rührst du einfach gut durch. Gibst du einfach Stück für Stück die Margarine oder Butter dazu, dann auch das Speiseöl und das Wasser zugeben und das Ganze gut verrühren. Wenn die Zutaten alle gut vermengt sind, knetest du den Teig einfach auf der Arbeitsplatte ordentlich durch und dann alles gut einpacken und mindestens für eine Stunde in den Kühlschrank. Während der Teig gekühlt wird, bereite ich die Streusel zu. Hierfür benötigst du wieder einfach ein Mehl, ein paar Haferflocken, etwas Margarine oder Butter und Zucker. Für die Streusel gibst du deine Butter oder Margarine einfach in einen Topf und lässt sie langsam schmelzen. Dann gibst du einfach dein Mehl in eine Schüssel, einfach die Haferflocken dazu, etwas Zucker und dann einfach die geschmolzene Margarine rübergeben. Alles gut durchrühren und dann sind die Streusel auch schon fertig für den Kuchen. Für den Belag braucht man gar nicht viel. Du benötigst ein paar tolle Äpfel, etwas Zimt und wieder etwas Zucker. Und jetzt schneide ich einfach meine Äpfel in dünne Spalten, die ich später gut auf den Kuchen legen kann. Jetzt schnappe ich mir meine Tartform. Ich fette sie noch etwas mit einem pflanzlichen Öl. Dann bestäube ich die Form noch mit etwas Mehl, damit ich später gut die Tart aus der Form lösen kann. Und dann hole ich einfach den Teig aus dem Kühlschrank und drücke ihn einfach in die Tartform. Du kannst ihn auch gerne auf der Arbeitsplatte ausrollen und dann in die Form legen. Ich mache das immer so. Das schmeckt ganz gut und das fällt mir einfach leichter. Ist der Teig gleichmäßig in der Form verteilt, kannst du die Apfelspalten einfach auf den Teig legen, einfach etwas Zucker und Zimt darauf verteilen und dann kannst du deine Streusel holen und auch die Streusel schön über die Tart geben und dann das Ganze bei 190 Grad 35 Minuten backen, dann ist die Tart auch schon fertig. Die genaue Zutatenliste und viele Informationen über das Rezept findest du wie immer in der Infobox. Geht Kuchen einfach immer und selber backen macht echt Spaß und es schmeckt einfach immer so lecker und frisch. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst mir unbedingt einen Daumen hoch da. Und falls ihr auch so Leckermäuler seid wie ich, dann schreibt mir doch mal runter in die Kommentare, ob ihr zu Ostern gerne selber backt und was ihr denn da so in eurer Küche zubereitet. Und falls du jetzt noch mehr Videos sehen möchtest, gar kein Thema. Hier habe ich dir an der Seite zwei Videos verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Montag. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Und am Mittwoch gibt es das letzte Video vor den Osterferien. Ich freue mich auf euch. Klickt euch rein. Bis Mittwoch und tschüss.